Okay, hier geht's hoch. Aber ich glaube, hier war nur so eine Seitending, ne? Hier gab es nur so ein extra Rätsel. Für Items. Ja, zumindest da links. Aber wenn wir runtergehen, dann könnten wir weiterkommen. Nach diesem schweren Rätsel. Bumm. Bumm. Moin. Ein Blick auf dich genügt mir, um zu wissen, dass du es echt drauf hast. Thank you. Erich, bitte. Das war so süß von dir, dass du das gesagt hast. Oh, warte mal, Galoppa ist, glaube ich, neu. Wir haben nur 1000 Punitas bisher gesehen. Oh ja. Auch hier, probier es mal mit einem Sturzflug und hoffe, dass unser Flugwind die Flammen löscht. So, Galoppa ist Feuer-Pokémon. Erst in der Galar-Region ist es Psychofee. Okay. Setzt sich aus Galopp zusammen, also eine Pferdegangart. Pokédex-Eintrag. Dank seiner erstaunlichen Beschleunigungskraft erreicht es aus dem Stand in nur 10 Schritten seine Höchstgeschwindigkeit. Und keine Trivia. Mal wieder. Venuflip ist. Ach, wir sehen ja doch noch eins. Oh, ich dachte, das würden wir tatsächlich gar nicht mehr sehen. Aber nein, freut mich natürlich, wenn wir es sehen. So, setz dich aus Venus Fliegenfalle und bis zusammen. Ist ein, glaube ich, reines Pflanz-Pokémon, ja. Hängt es sich mit seinen Tentakeln an Äste und verharrt regungslos, wirkt es wie eine Pflanze. Mit aufgesperrtem Maul wartet es auf Beute. Venuflip ist das einzige Pflanzen-Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe. Im Anime schwebt es allerdings nicht, stattdessen steht es auf seinen Wurzeln. Dank der Fähigkeit Schwebe kann es an Himmelskämpfen teilnehmen. Es ist außerdem das einzige reine Pflanzen-Pokémon, welches an Himmelskämpfen teilnehmen kann. Interesting. Gedanken gut? Nein, finde ich nicht gut. Ramaidon, das finde ich doch gut zu bekämpfen. Und ich glaube, nach dem Kampf gönnen wir uns erstmal eine Sneaker-Schnieke Heilung. Warte mal. Ramaidon. Wieso dachte ich gerade an Finion und Entwicklung Ramaidon? Ach du Scheiße. Ja, Ramaidon ist ein. Was ist es denn? Boden-Pokémon? Gesteins-Pokémon. Setzt sich aus Rammen und irgendwas Griechisches für Eidos? Was altgriechisch Gestalt oder altgriechisch Zahn? Ah ne, Rammen, Zahn und Gestalt. Boah. Voltwechsel. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. Sein Schädel ist hart wie Eisen. Auf seiner wilden Jagd nach Beute reißt das ganze Dschungelbäume nieder. Gut gemacht. Ramaidon und seine Vorentwicklung Cognoron sind die einzigen Fossil-Pokémon ohne Zweityp. Der erste Eindruck trügt halt nicht. Du bist so stark wie erwartet. Ja, manchmal trügt doch schon, das darfst du jetzt nicht so verallgemeinern. Nee, Donnerstein brauche ich jetzt nicht einsetzen. Ich wollte Hypertränke. Und bei Luxus noch. So. Hoch, das wollte ich nicht. Aber wobei, ja, doch wollte ich. So, schieben wir den Stein direkt vor seine Fresse. Bäm. Einfach weil ich ihn nicht mehr mag. Warum, kann ich nicht sagen. Weil ich selber nicht weiß. Dieser Fremde wird meine Prüfung sein. So werde ich sehen, ob ich das Zeug dazu habe, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Schön, danke, dass du mich schon als Top 4 siehst vom Schwierigkeitsgrad. Ich fühle mich geehrt. Na, setz Pixie ein. Und das wird ihr Ende sein.
Pixie, haben wir das schon bekämpft? Ich glaube nicht. Nee. Dann machen wir mal Nahkampf. Oh, okay. Ach so, ist ja wieder ein reines Feen-Pokémon. Ja, also brauchen wir Stahl. Sassig aus Pixie, ja, steht einfach für Fee. Oh nein, wir haben uns verliebt. God damn it. Ja, die Liebe ist stark. Verliebt sein ist wirklich jetzt ganz, ganz blöd. Das ist wirklich blöd. Deswegen. Setz mal Loki ein. Ich will nämlich eine Stahlattacke mal sehen. Nicht sehr effektiv. So, Sternhieb. Sehr effektiv. Yes. Und der Angriff steigt auch noch. Sehr cool. Und das war Lokis erster Kampf, glaube ich, oder? Wagemut. Was macht Wagemut? Kampf. Ein Angriff, der dem Ziel Schaden in Höhe der aktuellen KP des Anwenders zufügt. Letzterer wird dadurch selbst besiegt. Also, ja, okay, wir hätten aber 175 KP. Ich weiß auch nicht, inwiefern das mit den Dings dann noch zusammenhängt. Mit dem Verteidigungswert der Gegner. Deswegen, nee. Lass mal stecken. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir schon Shelterer besiegt? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube echt nicht. Nein, tatsächlich nicht. So, oh nein, ein bisschen Biss. Das tut weh. So, setze ich aus für griechisch Schildkröte und Terra für lateinisch Erde zusammen. Manchmal werden Herden von Shelterer, die auf der Suche nach Wasser umherstreifen, für wandernde Wälder gehalten. Das war im Pokémon-Film auch sehr cool mit Detektiv Pikachu. Shelterer ist das einzige Pokémon mit der Typenkombination Pflanze und Boden. Ist das einzige vollentwickelte Startermon von Typ Pflanze, das keine Resistenz gegen den Typ Wasser hat. Shelterer und Zumpex sind die einzig voll entwickelten Starter mit dem Typ Boden. Es gehört derselben Kategorie wie Groudon an, nämlich Kontinent. Alle Werte von Shelterer sind nur 20 höher als bei seiner Vorentwicklung. Es ist das einzige Boden-Pokémon, welches Rasierblatt erlernen kann. Interesting, auf was für Dinge man kommt. Dieser Kampf hat gezeigt, dass du zu den stärksten Trainern überhaupt gehört und dass ich nichts in der Pokémon-Liga zu suchen habe. Ich gehe wieder heim. Schutz wirkt nicht mehr. Oh no. So. Da rechts ist ein Item oder sogar zwei Items, aber es interessiert mich einfach nicht. Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Ja, wir drehen den Spieß um wie bei Schaschlik. Staraptor. Kommt mir bekannt vor, ich glaube, ich habe auch schon mal eins gesehen. Ach stimmt, wir haben ja selber eins. Na. Ja, bedroht euch einfach gegenseitig, ihr Eumel. Wollen wir mal fliegen. Ah, und er setzt noch ruckzuck Hip ein, der Drecksack. Und Kapau. Ja, das selber einfach nochmal. Swoop. Aero Ass. Oh. Notsituation. Ja, okay, dann. Du hast nur 45 Leben? Das ist hart traurig. Als ob der nur so wenig Leben noch hat. Das beunruhigt mich gerade wirklich sehr.
Weil es sieht halt echt aus wie so die Hälfte. Uff. Hippoterros. Ja, tauschen wir mal gegen Natsu. Go Natsu, go Natsu. Ich probier's mal mit einem Nahkampf. Okay, halb so viel. Hippoterros ist ein Boden-Pokémon. Setzt sich aus Hippopotamus und Terra zusammen, also auch wieder hier dieses Flusspferd und halt Erde, Erdflusspferd. Der Pokédex-Eintrag ist: Seimaul hat einen Durchmesser von 2 Meter. Es besitzt genug Kraft, um ein Auto vollkommen zu zermalmen. Mit den Zähnen oder was? Heftig. Also wirklich. Brillant. Nein, du bist brillant, mein Freund. Und Hypertränke sind auch brillant. So, wir können es uns leisten, unsere Pokémon mal gut zu heilen. Tüdü. Oh. So, Craxel. Swoop. Und hello. Mein Pokémon kann Karate. Ich warne dich, es ist wirklich stark. Actually, it's Karate. Okay, komm her, Sandy Cheeks. Mach mal. Mach, oh mein. Oh mein. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gesehen, ne? So, Macho Mai setzt sich aus Macho Mai für altgriechisch Ich kämpfe oder Macho und Meister zusammen. Ich probier's mal mit Fliegen, aber ich glaube, er trifft mich ja sowieso, ne? Protz. Ja, okay, Herr Protzer. Es kann einen Zug mit einem Schlag entgleisen lassen. Einen Zug mit einem Schlag entgleisen lassen. Arbeiten, die Fingerfertigkeit erfordern, liegen ihm hingegen gar nicht. Trivia. Mach mal, er hatte bis zur 5. Generation die höchste Basiswertsumme aller Kampf-Pokémon der ersten beiden Generationen. Was? Mach mal, er hatte bis zur 5. Generation die höchste Basiswertsumme aller Kampf-Pokémon der ersten beiden Generationen. Seit. Aber warum dann bis zur 5.? Seit der 6. Generation ist dies Quappo, da sein Angriffsbasiswert um 10 angehoben wurde. Paustus, der Gründer und Leiter des Pokéathlon, soll einmal im Macho Mai im Armdrücken besiegt haben. Alle 4 Arme wahrscheinlich, oder? Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. Karate. Boah, die Happy Fahrradmusik passt so gar nicht, ne? So, dann war es hier auf der rechten Seite einmal. Swoop. Hallo. Ich kann die Vergangenheit sehen. Und ich kann deine zukünftige Niederlage sehen. Oh, die kann ja auch so Magie. Kling, kling. Kling, 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 kling. Klingplim. Setzt sich aus Klingeln und Palimpalim zusammen. Ja, fliegen wir einfach mal. Jedes Mal, wenn es hüpft, tönt ein klingelnder Laut. Die hohe Frequenz seiner Schreie macht seine Gegner taub. Keine Trivia. Kein triviales Pokémon einfach. Und Palimpalim. Ja, dann nehmen wir doch mal den Vorteil unserer Dunkelklaue. Habe ich schon gesagt, es setzt sich aus Klingeln und Palimpalim zusammen. Palimpalim ist ein Nachahmungswort eines Glockengeräusches. Und das ist. Seine Schreie setzen Ultraschallwellen frei, es schwebt durch die Luft und lässt sich vom Wind über große Distanzen tragen. Im Anime heißt es Palimpalim, habe die schönste Stimmeart von allen Pokémon.
Was? Nicht Plaudergei? Okay, das kommt überraschend. Es ist mit 1 Kilogramm das zweitleichteste voll entwickelte Pokémon nach Bundlebee. Bundlebee ist ein Pokémon der 7. Spielgeneration. Okay. In deiner Vergangenheit gibt es so viel zu sehen. Ja, ebenso meine Zukunft.